Hallo zusammen. Eigentlich geht es in diesem Film um die Allianz, aber das ist jetzt mal eine Neuheit. Mittwoch ist immer DAX-Tag. Ihr seht ihn jetzt hier vor euch. Da hat sich nicht viel getan. Wir sind jetzt am oberen Rand. Ein Kommentar dazu erspare ich mir, erspare ich euch. Der Film vom Freitag mit den dort genannten Scheinen gilt weiterhin. Die Entscheidung über den Index ist immer noch nicht gefallen. Hier geht es in diesem Film um die Allianz. Und um euch zu verdeutlichen, was meine Idee dahinter ist, hole ich mir Hilfe, und zwar über SAP. Denn da ist etwas Ähnliches passiert. Das hier war das Corona-Tief von SAP, was wir da hatten im März letzten Jahres vom Chart bei 82. So, jetzt hole ich das mal hier ein bisschen näher ran. Die SAP hatte eine normale Bewegung am Tag vorher und dann kamen die Zahlen und die wurden ja fürchterlich abgestraft. Mir geht es, ich mache das mal hier, das Faden kurz weg, um die Bänder. Schaut mal, wie die aufgehen. Nach oben und nach unten. Und zwar heftig. Wir schließen deutlich unter dem unteren Band. Nächster Tag kam das nochmal. Die Bänder sind weiter aufgegangen. Wir sind immer noch außerhalb des unteren Bandes. Nächster Tag ging es gerade weiter runter. Das sind dann oftmals die Leute, die dann gesagt haben, die fingen nämlich am Morgen an, ich glaube mit 105, so, oh was, die sind ja 15 oder 18 Euro tiefer. Naja, die müssen ja mal korrigieren. Ups, 100, ups, 95 und dann gehen sie weiter runter. Die Bänder gehen weiter auf. Dann kommt so eine ganz kleine Korrektur, eine Mini-Korrektur, wirklich ziemlich wenig. Das obere Band flacht ein wenig ab. Jetzt mache ich mal die nächsten 2 Tage. Wir gehen weiter runter. Das obere Band flacht weiter ab, aber jetzt passiert's. Erst an diesem Tag hier vernascht eine positive Kerze wenigstens mal 3 vorangegangene. Und in dem Moment kippt das obere Band. Das darf man als Boden ansehen. Das wird dann oftmals also auch bestätigt hier von so einem MACD. Die Stochastik hilft da nicht viel, die ist völlig überfordert. Und danach macht der Kurs das hier. Meistens reagiert er dann in Richtung 20-Tage-Linie. Aber ihr seht, das hier ist der Punkt hier, wo das obere Band nachgibt. Und jetzt gucken wir uns das mal bei Allianz an. Lange Seitwärtsbewegung mit diesem absolut irren False Breakout. Den habe ich bei mir in die Webinare reingepackt. Das muss man einfach wissen. So Dinger können passieren. Jetzt sind die Allianz hier gefallen. Wir haben heute Mittwoch, das ist also Montag. Und zwar heftig. Guckt auf die Bänder. Sind weiter auf, gehen weiter auf, nach oben und nach unten. Heute haben wir das untere mal gestriffen. Die Technik ist auch hier, zumindest über den Oszillator, sehr, sehr schwach. Und über das MACD auch. Ich behaupte, müssen wir mal schauen, wo ist eine Chartunterstützung? Hier. Und da sind wir bei 185. Ich behaupte, dass wir hier noch ein, 2 Tage hier rumschlawinern werden. So um die 190. Vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer. Aber dann muss man darauf achten, ob hier, wie eben gerade in dem Beispiel von SAP, mal eine Kerze kommt, die mehrere Vorangegangenen überwindet. Erst dann kommt das obere Band runter und erst dann ist ein Boden gefunden, vorher nicht. Bisher habe ich lediglich vom Chart diesen Anhaltspunkt hier bei der 185 und das war es auch. Ich würde in so einem Markt nicht zu sehr auf die Technik schauen, denn die ist schlicht und ergreifend überfordert. Der Chart an sich ist wichtiger. Ich bin schon der Überzeugung, dass die Allianz irgendwann mal wieder hier auf die 210 gehen. Ich glaube allerdings, dass mit den ganzen Stories, die sie jetzt in Amerika haben, dass das eher langsamer sein wird. Die SAP hat 9 Monate, meine ich, gebraucht, um ihren Breakout wieder zu sehen. Aber da halt nur ein bisschen aufpassen, nicht zu früh kaufen. Und deswegen habe ich jetzt auch ein paar Scheine rausgesucht, die ihr euch auf jeden Fall auf die Watchlist legen solltet. Das eine ist dieser hier. Im Moment eine Basis 177,66. Der liegt also unter diesem Punkt, von dem ich eigentlich erwarte, dass er durchaus gesehen werden kann in den nächsten Tagen. 177,66, das ist momentan ein 14er Hebel. Da liegen wir also noch hier drunter, unterhalb des Charts. Ich roll mal hoch. Liegen wir also ganz grob hier. Den würde ich aber wirklich dann erst nehmen, wenn das obere Band bricht, also nach unten die Richtung ändert. Das ist die GH1 GYL. Wie gesagt, momentan 15er Hebel. Der kann auch ein bisschen steigen, wenn die Aktie etwas runterkommt. Für denjenigen, dem das zu heiß ist, gehe ich noch mal eine Ecke tiefer.
Da sind wir hier. Das ist auch ein schöner Chart-Support bei 170. Sehe ich jetzt mal nicht, aber man weiß es nicht. Ja? Und da gehe ich mal hier auf den Hebel von 7. Da komme ich hier auf diesen hier. Das ist eine 163,74. Das ist momentan ein Hebel von 7. 7,10. Das ist auch ein Open-End-Schein, ändert also täglich die Basis. Und die Kennnummer ist die GF6B5H. Also wie gesagt, hier 163. Ich halte es, es kann der Königstret werden, jetzt was zu kaufen. Sehe ich aber nicht so. Also rein von dem Beispiel SAP, man lernt ja, ich auch, glaube ich eher, dass wir noch hier unten so ein bisschen rumdümpeln. Warten, bis die erste gute weiße Kerze kommt, die verschiedene vorangegangene schwarzen vernascht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.